Ich bereite jetzt den Teig zu für Spätzle und die Bestandteile sind relativ überschaubar hier. Ich habe einmal das Mehl, die Eier und eine Prise Salz. Und jetzt zunächst einmal erstmal nur einen kleinen Schuss Wasser. Und jetzt muss ich erstmal nur alle Bestandteile gut vermischen. Es wird jetzt erstmal zu einem groben Teig vermischt und dann mit Wasser soweit gesteuert, dass der Teig schön cremig wird. So, also der Teig ist jetzt hier soweit einigermaßen klumpig zusammengemischt. Und jetzt kann ich hier Wasser hinzufügen. Spätzle-Rezepte, da steht dann auch immer zu der ursprünglichen Menge Wasser, die man zu Anfang mit dazu gibt, kann nochmal bis zu das Doppelte an Wasser hinzugegeben werden, je nach Konsistenz, was immer auch sehr abhängig ist von dem Mehl, was ich verwendet habe, wie viel Wasser man dazugeben muss, damit man hier schön cremigen Teig hinkriegt. Der Spätzleteig soll ja am Ende schön locker werden und da gibt es dann auch noch so einen Trick, der ganz gut funktioniert, wenn man statt Leitungswasser einfach Mineralwasser nimmt. Dann sorgt alleine die Kohlensäure schon dafür, dass hier ein bisschen der Teig aufgelockert wird. So. Den muss ich jetzt als nächstes schlagen. Das hat also den Effekt, dass die Brocken, die Krümel, das verklumpte Mehl verteilt wird, also quasi aufgelöst wird, sodass es dann einen gleichmäßigen glatten Teig gibt. Zum anderen wird die Konsistenz des Mehls, also die molekulare Struktur des Mehls verändert. Im Moment reißt das Mehl sofort ab, wenn ich den Löffel hochhalte oder hochziehe. Und ich schlage jetzt so lange den Teig, bis das also eine eher leimige Konsistenz bekommt. Und dazu muss ich jetzt hier mit Schwung mit dem Löffel drunter schlagen. Allerdings ist es mit dem Kochlöffel eine relativ mühselige Angelegenheit. Anstrengend ist es ohnehin schon, aber mit dem Kochlöffel relativ mühselig. Deswegen würde ich mindestens so einen Teigschaber dafür in die Hand nehmen. Dann kann ich auch ab und zu mal hier den Teig vom Rand nehmen und jetzt mit der Hand und dem Teigschaber zusammen hier anfangen, den Teig zu bearbeiten. So. Und dann sieht man schon, wenn ich jetzt hier ordentlich schlage, ich hebe jetzt von außen quasi, versuche ich Luft unterzuheben. Und ich brauche nur ein bisschen schlagen und schon wird der Teig ein bisschen ziehiger, nennt man das, und reißt nicht mehr sofort ab. Für größere Feste mit mehr Teigmenge, da muss man dann schon teilweise bis zum Ellenbogen in den Teig gehen. Und dann spart es auch tatsächlich ein bisschen Kraft, wenn man auch diesen Teigschaber einfach zur Seite legt und einfach nur die flache Hand nimmt. Und so kann man auch wirklich wunderbar, das hört man auch vom Geräusch her, schon Luft hier unter den Teig mit der hohlen Hand einfach so runterbringen. Ich kann hier auch sehr gut fühlen, ob der Teig schon glatt ist, ob noch Klumpen dazwischen sind. Und solange das der Fall ist, schlage ich einfach weiter. Das Teigschlagen kann schon einige Minuten dauern und ist relativ anstrengend. Aber am Ende hat man dann hier eben diese glatte, sehr ziehige Teigmasse, die so in einem Strang hier von der Hand bzw. dann vom Löffel rutscht. Zudecken mit Frischhaltefolie oder einem feuchten Tuch und dann noch 1, 2 Stunden im Kühlen lagern lassen, dass der Teig ein bisschen gehen kann, dass der Teig sich so ein bisschen setzen und beruhigen kann. Und dann kann er am Herd weiterverarbeitet werden und vom Brett geschabt werden. Mein Spätzleteig hat jetzt mehrere Stunden im Kühlschrank
geruht, hat jetzt sich setzen können und ist jetzt bereit, um verarbeitet zu werden. Dafür gibt es ja mehrere Methoden. Ich würde als erstes mal die klassische Methode vorstellen, nämlich Spätzle vom Brett schlagen. Das heißt, ich habe hier Wasser aufgestellt, einen großen Topf mit einer möglichst breiten Öffnung oben und darin Wasser zum Kochen gebracht. Das soll jetzt nicht sprudelnd kochen, sondern nur leicht simmern. Im Zweifel einfach so ein bisschen in die kältere Region des Herdes ziehen. So. Beim Spätzle vom Brett schlagen braucht man hier erstmal so ein Spätzlebrett, heißt es auch. Das erkennt man daran, dass es an der Unterseite abgeflacht ist, ein bisschen keilförmig so zugeschnitten wurde. Und man braucht diese Palette, die Metallpalette, um hier die Spätzle vom Brett zu schlagen. Ich nehme mal meinen Teig hier an den Herd. Auch das gibt wieder relative Sauerei. Deswegen habe ich auch die große Schürze angezogen. Ich nehme mir dann immer hier so eine Palette voll Teig, streiche das hier auf dem Brett ab. So. Also ich bringe eine ordentliche Portion von dem Teig hier auf mein Brett, was ich vorher gut angefeuchtet habe. Und jetzt verteile ich das gleichmäßig von der Mitte zur Spitze immer dünner werdend. Und jetzt feuchte ich einmal die Brettspitze und die Palette an und kann jetzt hier so einzelne Streifen vom Brett ins Wasser abschaben. Wenn es klebt, wieder ein bisschen feucht machen, auch die Brettspitze wieder so verteilen und dann hier so dünne Spätzle abschaben. So wie die Spätzle hier an der Oberfläche schwimmen, kann ich sie dann hier herausnehmen. Die kann ich jetzt entweder direkt auf dem Teller anrichten zum Verzehr oder aber, wenn ich sie nochmal in Butter schwenken möchte, braten möchte oder überhaupt erstmal längere Zeit noch vorhalten möchte, bevor ich sie verzehre, einfach abschrecken in kaltem Wasser und hier in dem kalten Wasser nicht zu lange lassen, damit sie nicht auslaugen, damit sie nicht an Geschmack verlieren. Wenn sie kalt sind, wenn sie abgekühlt sind, kann ich sie dann hier auf dem Teller oder in der Schüssel anrichten. So, das sind die Spätzle vom Brett. Das ist ja nun eine relativ aufwendige Angelegenheit, Spätzle vom Brett zu schaben. Da braucht man sehr, sehr viel Übung, um dann ein vernünftiges Ergebnis hinzukriegen. Und deswegen kann man sich auch behelfen mit so einem Spätzlehobel. Das ist eigentlich nichts weiter als ein grobmaschiges Sieb hier. Und da ist ein Trichter drauf, in den fülle ich jetzt mal ein bisschen was von meinem Spätzleteig. Wenn ich ihn dann vom Löffel kriege. Okay. Und hier aus diesem Hobel, den kann ich jetzt hier einfach auf den Topf stellen. Ich aber zum Besseren zeigen, mache ich das jetzt mal hier aus der Luft. Wenn ich jetzt hier bewege, dann passiert nichts. Dann drücken sich nach und nach hier so kleine Tropfen unten heraus, die dann ins Wasser fallen. Man spricht hier auch von Knöpfle anstatt Spätzle, weil die ja sehr viel tropfenförmiger und knopfartiger sind. Ich kann das also hier auch auf den Topfrand abstellen und dann hier langsam immer hin und her arbeiten, bis mein Teig sich hier komplett in den Topf entleert hat. So. Das kann ich hier so abstreifen. Okay. Und auch hier jetzt, diese Knöpfle sind relativ schnell gar, weil sie ja sehr klein sind. So habe ich ein schönes Spätzle-ähnliches Ergebnis. Auch hier gilt, entweder direkt anrichten und verzehren, ansonsten die Temperatur herunterfahren, indem ich sie einmal kurz abschrecke. In kaltem Wasser. Und sie dann später
um sie dann später in der Pfanne nochmal in Butter zu schwenken und abzuschmecken.